Hey ja, hier ist der Deepstar. Willkommen zurück zu Ico, zu unserem New Game Plus Let's Play. Ja, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Ja, wir haben das Spiel angefangen, sagen wir so. Und jetzt haben wir so angefangen beim letzten Mal. Und ja, sind jetzt hier direkt vor dem Haupttor. Aber die Tür ist zu und wir haben, ja, neben dem Namen unserer Begleiterin, die gerade verschwunden ist, auch ihre Mutter kennengelernt. Ja, die war aber nicht sehr erfreut, uns zu sehen. Aber ja, auf jeden Fall hat sie die Tür zugemacht und uns ja immer trotzdem in Ruhe gelassen. Aber er hat uns gesagt, wir sollten alleine halt weg. Also wir sollten halt wegbleiben von ihr, von Jorda, so heißt ja das Mädchen. Ja, sie geht ja hier schon die ganze Zeit rum, haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Deswegen, wir sollen hier diese Teil hier bewegen. Für, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, damit die Dinge wieder auf, diese Tür. Also nicht die Tür, sondern eine andere. Wie mache ich das hin und her? Ich glaube, hier ist nämlich die Tür nämlich zu. Oder auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür diese sind, aber wir müssen die auf jeden Fall hin und her bewegen. Die weist uns ja auch darauf hin, dass wir das machen müssen. Deswegen machen wir das mal. Und machen am besten gleich weiter. Weil wir wollen ja keine Zeit verlieren. Eine Stunde haben wir gebraucht. Schon bisher eine Stunde, eine Minute, eine Sekunde. Bis hierhin. Also reine Spielzeit ohne Intro. Also davor, also ohne. Ja, reine Spielzeit. Und. Ja. Einen müssen wir auch geben, ja. Sie weist uns ja darauf hin, dass wir das machen müssen. So, und jetzt haben wir es. Komm her. Komm her. Na? Na also. So. Haben wir, glaube ich, hier die Fackeln entzündet. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, wofür das jetzt gut ist. Das weiß ich jetzt ja gar nicht, da ich das nie nachgeguckt habe. War für mich immer klar, wenn ich alle ziehen muss, aber ich weiß gar nicht genau, was das genau jetzt bewirkt. Weil die Tür bleibt auch zu. Da müssen wir auf jeden Fall hin, aber immer die Tür aufmachen, das ist ja das Wichtigste, das Tor. Deswegen machen wir mal weiter. So, wir ziehen sie jetzt wieder hier zurück. Wir rennen ja wieder mit ihr los, auch wenn sie eigentlich von uns fern bleiben soll, weil sie wohl draußen nicht überleben kann im Gegensatz zu uns. Was das auf sich hat, ja, keine Ahnung, vielleicht werden wir es noch sehen. Gegen Ende ist uns dann ziemlich später am Ende am Spiel. Ich weiß nur gar nicht, wo müssen wir eigentlich hin? Sagen wir mal, ich glaube wieder zurück. Ja, in der letzten Mal ja gekämpft oder versucht, den Kampf zu entgehen, aber hat ja auch nicht so ganz funktioniert. Weil wir sind ja leider immer aufgehalten worden. Aber, naja, wir haben es geschafft, hinterher wegzulaufen und diese Tür zu öffnen. Mit diesen Statuen, ne? Mit Hilfe von Jorda. So, okay. Ach, ja, genau, ich glaube jetzt weiß ich genau, was es eigentlich anmacht, nämlich durch diese Bewegung haben wir jetzt die ganzen Fackeln hier entzündet, und die brauchen wir jetzt, um weiterzukommen, genau. Weil hier liegen jetzt nämlich Bomben, und wir konnten die vorher zwar Aussage finden, da sind wir auch vorbeigelaufen, weil gut, wir waren ja auch hier, wurden hier attackiert, aber wir hätten die gar nicht entzünden können. Jetzt können wir sie natürlich da hinten abliefern und entsprechend entzünden. Das war das, glaube ich. Ja, ich glaube, beim letzten Mal. Naja, gut. Klappt ja auch nicht so ganz, wie ich das vorgenommen habe, aber passt schon. Ja, jetzt kann man nämlich hier die nämlich anzünden. So, und unser Stock. Und wir können hier. So. Und. So. Jetzt können wir nämlich da springen. Und haben damit einen neuen Durchgang halt erschaffen, wo wir jetzt weitermachen können. So, komm her, Jorda, ich zieh dich jetzt mit, auch wenn du nicht mitkommen willst, auch wenn du deine Mutter verärgert hast. Die Sprechsequenzen von der Mutter werden übrigens auch im ersten Durchlauf übersetzt. Also da weiß man, was sie redet. Also man kann die Story auch so verstehen, auch ohne Jorda-Sprache. Aber man weiß halt nicht, was sie genau sagt. So. Okay. Ja, hier ist ein Sofa, aber wir haben eben jetzt angefangen. Das bringt mir... Ach ja, guck mal, was da kommt. Und den können wir leider auch nicht umgehen.
Den Kampf müssen wir leider führen. Es hier nämlich keine Tür gibt irgendwie, wo wir... Ach, scheiße. So. Aufstehen. Wo geht sie denn hin? Ach da, scheiße, ja. Ich glaube, den kriegen wir jetzt nicht. Ich glaube, das verreckt sie mal zur Abwechslung. Oder? Oh, nee, Glück gehabt. Man hat ein bisschen Zeit, aber... So. Ja, man muss quasi nur einmal kurz in Hand nehmen, dann kann sie wieder automatisch rausklettern. Aber man muss halt entsprechend... So, es gibt hier ein paar Kämpfe kann man umgehen, aber dieser gehört nicht dazu. Es gibt keine Möglichkeit hier entsprechend, Boah! So. Das Problem, man hat jetzt wieder mehrere... Oh, habe ich hier erwischt. Den Typen. So. Oh, man hat hier... Die schwarzen Gestalten. Gehört auf jeden Fall irgendwie zum Schloss, aber was das für Viecher sind, sieht auf jeden Fall sind es ja nur an sie interessiert. So, wo geht der jetzt hin? Der geht nach unten. Machen wir hinterher. Ah. So. Und kurz in Hand genommen und dann kann es uns die Ziel automatisch raus. So. Ja. Ah. Ja, das ist ein bisschen blöde. Das ist mir ein bisschen nervig am Spiel, weil man immer hin und her laufen muss. Mal hochkommen. So. Jetzt sehe ich auch gar nicht, wo ich lang laufe, aber ich muss da hin. So. Ja. Ja, ich komme momentan so gar nichts hier. Ich bin immer nur... So. Wo ist sie jetzt? Ja, ist ja gut. Komm her. So, jetzt ist wieder da. Wir müssen sie wieder rausziehen. So. Oh, ich wollte gerade mich umdrehen. So, habe ich sie mal kurz. Oh, jetzt war ich in der Kommura drin und konnte nie abbrechen. So, mal kurz ziehen. So. Lass sie doch in Ruhe. So. Och Gott, das kann nicht wahr sein. Ja, und Hans spielt momentan nicht gut hier. Komm schon, steh wieder auf. Ne, krieg ich nicht, ne. Dann muss ich wieder oben rum. Und wieder da hochkommen und hinterherlaufen. Das ist ein bisschen nervig. Weil man halt so ein riesig großes Areal hat, so. So. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Ich hau einmal zu, dann kriege ich sofort wieder einen drauf. So. Und wieder runter. Und sie wieder. Und hinterher kommen, so. Und wieder rausziehen. So. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Du haust einen grad an. Der hab ich auch mal erwischt. Der ist mal weg. Ja, jetzt kommen wir nicht voran hier. So. 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 Mal ein bisschen aufpassen hier, so. Man muss ja, jetzt muss ich kommen, ein bisschen vor, bisschen besser hier. So. Meine Güte. Oh, verdammt! Nee, krieg wir nicht. Komm schon. Och, komm. Ja, komm her.
Ja, komm schon. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hier läuft momentan läuft auch nicht wirklich was. Ja, die war schon verschwunden. Ja, jetzt kann ich gar nichts machen. So. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Kriegt den Kampf momentan nicht auf die Reihe. Der habe ich mal erledigt. Das kann ich mal rausziehen, so. Aber ich bin immer in Sicherheit. Jetzt sind wir wieder immer in Sicherheit. So, habe ich sie endlich mal erledigt jetzt, die Typen? Meine Güte, hier lief gerade gar nichts, echt. Kommt noch irgendwo noch einer her. Ja, ist ja gut hier. Mir reicht es mit euch. Ja, hau die Tritt, hast du was daneben, verdammt. Komm her. So. Ja, den Kampf kann ich nicht umgehen und ich bin auch momentan voll schlecht drauf hier. Ne, den muss ich mal kurz in der Hand halten. Oh. Ja, den muss ich mal so lange draufhauen, bis er keine Lust mehr hat, ist er hin tot. So, war's das jetzt? Wo kommen noch welche? Scheint immer noch was zu kommen. Ah ja, man hört es auch noch. So. Ja, hier der nächste. So, alles die sich mal reingezogen hatten, die kommen noch mal wieder. Deswegen, man hat zwar kurzzeitig mit weniger auch zu tun, wenn man dann mal reingezogen hat, aber die kommen natürlich wieder. So. Komm her. Komm her. Ja, muss man ordentlich draufhauen hier. Mit unserem kleinen Stock. So. Den hab ich mal kurz erledigt. Lass sie in Ruhe. Sie gibt dir auch keine Autogramme. Das muss es doch gewesen sein. Ja, das war es endlich mal. Mein, dieser Kampf war ja auch viel zu lang, weil ich das hingekriegt habe, leider. Ich speichere trotzdem mal ab hier, an der Stelle müssen wir nimmer machen. Ja, das war einfach jetzt schlecht gemacht. Muss man einfach mal zugeben. Da habe ich jetzt bestimmt 10 Minuten dran an diesem Kampf, oder? Ja, kommt ungefähr hin. Ja, das war einfach nicht gut. Ja, aber erstmal das, den Kampf haben wir hinter uns gebracht. Also, nicht mehr halb so schlimm. So, okay. Ich kann mal ein bisschen rumgucken hier. Dann müssen wir mal machen. Wo sind wir jetzt hier? Was ist das? Ist das hier? Ah, das ist. Ach, das ist ein Schalter. Da ist noch einer. Ah, ja. Okay. Komm her. Komm her, Jada. So. Bleibst du da stehen? Und wenn ich jetzt den müsste, glaube ich, die Tür aufgehen, ne? Ja, da geht die Tür auf. Aber sie geht wieder sofort wieder zu, wenn ich hier ein Dinges nehme. Ah, dann muss ich auf diesen an den Kasten da oben rankommen. Hier wusste ja. Kasten. Ach, da ist noch einer. Ja, stimmt, da war ja noch einer, genau. Gut, da können wir mal den nehmen, dann kann man den. Den kann man nämlich nehmen. So. Aber ich stell den auf diese andere Seite, wo Zora steht. So. So, komm her. Okay. So, der ist jetzt drin und der kommt auch nicht mehr raus. So, sie stelle ich jetzt da in das Ding rein. Na, das war ja nix. Komm her. Na, komm her. Wenn sie jetzt da stehen bleibt, müsst ihr auch da reinkommen. Jawohl. Kommen wir jetzt auch rein. Super. So, okay, jetzt sind wir jetzt hier. Wo müssen wir jetzt hin?
Da haben wir eine Tür, aber da kommen wir noch nicht hin. Wir dürfen auch nicht zu lange hier überlegen, weil wenn wir nämlich hier in einem Raum sind, wird sie auch bald geschnappt. Man hat dann nur eine ganze Zeit. Müssen wir einfach, glaube ich, hier hoch, glaube ich. Und dann. No, dann hier lang, genau, hier hochklettern. So. Komm her, schaffst du. Ja, jetzt einmal eine Kette hoch, dann kommen wir jetzt hier oben raus. So. Okay. Hoppla. Das war der Hosenboden. So, okay. Hä? Nur nie los. Ah, was zur Hölle? Da kommen wieder welche, diese Typen. Ah, jetzt werde ich hier angegriffen wieder von 5 Millionen Gegnern. Wo will er denn jetzt denn hier? Warum man den hin willst, da ist der Weg versperrt. Ja, kam ich gerade nicht dazu. So. Nein, was wollen die eigentlich? Lass sie doch mal in Frieden. So. Muss ich mal verhauen jetzt hier. Nein, du nicht. Den habe ich erledigt. Und den auch? Den kriegen wir jetzt auch hin. So, dann mal ein bisschen Ruhe. Ach komm. Ach ja, ich muss, glaube ich, so machen. Kann ich glaube ich noch nicht zur Seite schieben, aber jetzt. So. Er müsste die Tür auch aufbleiben. So. Komm her. Brauchst du ja ewig. Na also. Jetzt können wir hier nämlich gemeinsam rein. Das ist das ganze Geheimnis. Und jetzt geht's. Jetzt können wir hier nämlich immer alleine weitermachen. Jetzt können wir hier mal in Ruhe rumgucken. So, wie kommen wir jetzt auch rüber? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so mit ihr geht das jetzt nicht. Hier ist mir nichts. Ja, hier kommen wir natürlich auch nicht hoch. Das heißt, wenn wir da auch hier hoch kämen. Ja gut, dann könnte man so hochziehen, aber es ist auch zu hoch. So,